sind wir also am nächsten dran im Gegner und müssen uns auch mit seinen Proportionen abgeben und beschäftigen. Wir müssen seine Handlungen überwachen. Und es ist immer so schwierig, nicht auf irgendwelche Zurufe, provokatorische Handlungsweisen zu reagieren. Mulmig ist mir auch schon geworden. Aber das steht man dann mit der Zeit durch. Es nützt nichts, wenn ein Schiff von weitem erkannt wird. Und wenn die Maschine nicht läuft, kann das Schiff nicht aufgeklärt werden. Deshalb ist der Maschinenabschnitt einer der wichtigsten an Bord. Wir Genossen vom GR5 des Schiffes sind natürlich in erster Linie verantwortlich für die Stromversorgung des Schiffes und für störungsfreien Maschinenbetrieb, was sich natürlich auch auswirkt auf das Geschehen an Oberdeck, denn ohne uns wäre eine Verfolgung gegnerischer Kräfte auf keinen Fall möglich und somit hängt von uns sehr viel ab. Man muss eiserne Ruhe bewahren und die Übersicht behalten, um dann vernünftig reagieren zu können, und man muss sich eben auf seine Besatzung verlassen können, dass die Befehle und Anweisungen, die man gibt, auch wirklich schnell und exakt ausgeführt werden. Leck im Schiff. An Bord ein seltenes Signal, doch in der Lehrbasis ertönt es oft am Tag. Gehört es zur Ausbildung im Schiffssicherungskabinett. Abteilung 569, Leckbekämpfung abgenommen. Leck in Abteilung 569 bekämpft. Wenn ich in der Ausbildung den Matrosen ab und an mal eine harte Nuss zu knacken gebe, dann meine ich, soll das nicht als eine Gemeinheit angesehen werden, denn ich gehe immer davon aus, ich möchte eine gefechtsnahe Ausbildung erreichen. Und ich möchte den Matrosen auch klar machen in der Ausbildung, dass ich nicht gewillt bin, ihn nur Wasser laufen zu lassen, sondern er soll selbst spüren, wie wichtig es ist, eine Leckbekämpfung unter allen Situationen aufzunehmen. Auch wenn er nass wird bis auf die Haut. Denn an Bord ist es unmöglich, eine Schiffssicherung so durchzuführen, dass der Matrose mit der Wirklichkeit eines Wassereinbruchs konfrontiert werden kann. Ein Sagen, es geht nicht, oder eine Halbheit, einen Meister oder einen Vorgesetzten anbieten, gab es in meinem Leben überhaupt nicht. Und ich bin bestrebt, dasselbe von unseren Matrosen, die ich ausbilde, zu fordern. Genosse Füldner ist mit Leib und Seele Ausbilder. Jahrelang fuhr er als Oberbootsmann. Seit fast 30 Jahren ist er dabei. Und viele, die Fähnrich Füldner wie einen Vater achten, könnten dem Alter nach wirklich seine Söhne sein. So hat er ein ansehnliches Stück Geschichte der Volksmarine miterlebt und mitgestaltet. Sicherlich muten heute die ersten Schiffe der damaligen Seepolizei und späteren Seestreitkräfte bescheiden an. Doch seit Anbeginn erfüllten die Angehörigen unserer Marine ihre Aufgaben vorbildlich. Ob es beim Freiräumen der Seegebiete von Minen des Zweiten Weltkrieges war oder das tägliche operative Zusammenwirken mit den verbündeten sozialistischen Ostseeflotten, die Sicherung unserer Küste, der Schutz der Seeflanke waren stets lückenlos gewährleistet. Ein Höhepunkt in der Entwicklung der DDR-Seestreitkräfte war am 4. November 1960
die feierliche Verleihung des Namens Volksmarine. In ehrendem Gedenken an die roten Matrosen der Volksmarinedivision von 1918 und weil unsere Marine zutiefst im Volke wurzelt, beschloss der Nationale Verteidigungsrat die Umbenennung. Empfing die Volksmarine die Fürsorge und Wertschätzung der Partei. Ihr wurden jederzeit die Kampfschiffe und Waffensysteme zur Verfügung gestellt, die erforderlich waren, um die komplizierten Aufgaben der Landesverteidigung zu erfüllen. Der Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Hoffmann, übergibt ein Küstenschutzschiff. Es wurde von sowjetischen Werktätigen konstruiert und gebaut und verkörpert eine neue Generation der Militärtechnik. Mit jedem neuen Schiff steigen die Anforderungen an die Besatzungen. Militärische, technische und seemännische Meisterschaft bilden bei der Beherrschung der Kampfschiffe eine feste Einheit. Die Waffenbrüderschaft ist ein Herzensbedürfnis der Angehörigen der Volksmarine. In vielen Manövern und gemeinsamen Ausbildungsstunden haben die sowjetischen und polnischen Genossen mit uns gekämpft. Und in zahlreichen Begegnungen der Waffenbrüder, bei Flottenbesuchen und Navigationsbelehrungsfahrten, hat sich eine unlösbare Freundschaft entwickelt. Schüler der Offiziershochschule Karl Liebknecht sind zur Musterung angetreten. Es geht zur ersten großen Fahrt mit dem Motorschulschiff Wilhelm Pieck hinaus. Allemannsmanöver. Das Ausbringen der Schlepptrosse will geübt sein. Es ist der Einstand der Offiziersschüler vom ersten Lehrjahr an Bord. Sich auf allen Meeren zurechtzufinden, verlangt vom angehenden Seeoffizier erst einmal, sich auf allen Karten zurechtzufinden. Alle notwendigen Arbeiten an Bord, praktische Unterweisungen durch den Bootsmann und Selbststudium sind wichtige Bestandteile der Ausbildung. Und die raue See natürlich auch.